Kalkstein holt sich die Biatch. Achso, ja, hier wieder. Ich dachte, das wäre jetzt Kalkstein gewesen. Und hast du dir das ausgedacht? Ja, ich kann dich herausbringen, wenn du dich als Priesterin verkleidest. Hexer, willst du lieber hier bleiben? Ich stelle mir gerade wirklich Pat darunter vor. Jetzt läuft er also ganz gechillt. Ich danke euch, Hexer. Ich werde die Stadt in ein paar Tagen verlassen. Bis dann werde ich bei der Rest meiner Gang bleiben. Sucht nach mir im Haringbären. Ihr findet mich im Haringbären. Fistech und den Talisman. Okay, gut. Das heißt, seine Quest ist einfach vorbei. Das heißt, ich muss ihn nicht nochmal besuchen. Hoffentlich. War Orest der Vergewaltiger? Yummy, yummy. Sensius. Moutbit. Hast du das Zeug für mich? Ja. Ich danke euch, Hexer. Ich fragte, ob du Hilfe brauchtest. Ruhig, hörst du sie? Kannst du sie hören? Verdammt nochmal. Ruhig, sie sind hier. Hörst du sie nicht? Genau unter uns. Du bist ein Hexer. Tu etwas gegen sie. Sie werden schon gehen. Was auch immer sie sind, wenn sie etwas sind. Ja, ihr habt recht. Du brauchst einen Krachmacher. Ein was? Der Krachmacher wird sie verarschen. Ich kenne diesen Zwerg. Der fast einen Hakebus gebaut hat. Er müsste davon gehört haben. Ja, habe ich. Es war laut. Die Erschütterung war im ganzen Händlerviertel zu hören. Seid ruhig. Sobald ihr den Rumbler, also den Erschütterer habt, findet einen entfernten Platz und packt es ein. Dann werden wir reden. Nun geht, bevor sie rauskommen. What? Alter, die haben alle so gekifft hier. Habt ihr es? Habt ihr es hinbekommen? Ja, auch wenn es nicht einfach war. Hier, dein Teil. Habt ihr meine Kronkorken gefunden? Kronkorken? Meint ihr diese Stahldinge? Ja, ich habe euch gesagt, ihr dürft sie jetzt bezahlen. Gibt es keinen anderen Weg, wie ihr mich bezahlt? Ich habe euch mit Kronkorken bezahlt, mein Herr. Wollt ihr noch mehr haben? Denkt ihr, ich bin ein Narr? Nein, nur ein Trottel. Nur ein Verrückter. So. He's so happy now. Setz mich nochmal raus zum Zwerg. Gott, ey. Es zieht sich. Mitten in der Nacht bräuchte ich bitte einen Rumbler. Moutbit hat mich geschickt. Wer? Ach, verdammt. Noch so ein Bekloppter. Kein Bekloppter. Kennt ihr ihn? Ja, er kam hin und wieder mal vorbei und hat mich genervt. Nicht sehr reich für einen Prinz. Insolvent, meine ich. Dieses Mal muss ich wohl für ihn bezahlen. Das ist eine nette Überraschung. Eine nette Änderung. Was möchte er dieses Mal? Das letzte Mal wollte er einen speziellen Anzug, der... Er braucht einen Erschütterer. Wisst ihr, was das ist? Klar weiß ich das. Er wollte es auch mal haben. Ich habe schon einen. Ich kann ihn dir geben für nur 3000 Euro. Du bist doch verrückt. Du bist der liebe Junge für einen Bekloppten. Ich will mich... Ich habe nicht so viel Geld. Gibt es keinen anderen Weg? Vielleicht es gibt hier einen weiblichen Zwerg. Fedora Kran. Moment. Ich bin ein Hexer. Ich... kann dir helfen, wenn du eine Auseinandersetzung mit einem Monster hast, aber das ist ein bisschen zu viel. Was? Ein Gefallen für einen Freund ist zu viel? Dann zeig mir das Geld. Okay, was ist das Problem? Lass es mich mal so ausdrücken. Ich möchte ja einen Antrag machen, aber ich bin zu gehext und embarrassed.
Ich bin zu schüchtern. Könntest mir aber helfen und dann gehört der Erschütterer dir. Ich versuche, was ich machen kann, aber ich kann nichts versprechen. Ich muss mich für Dora fragen, ob sie ihn heiratet. Ob es ihn heiratet. Ich weiß nicht mal, ob das eine Frau ist. Er hat Chido aufgesagt. Also denke ich mal, es ist eine Transe. Oh, ein Hexer. Ich komme auf Debians Befehl. Und was möchte der Typ von mir? Er möchte um deine Hand anhalten. Das ist gut. Wie kann er sich nur wagen, um meine Hand anzuhalten? Er hat mir nicht mal irgendein Geschenk gemacht. Nicht mal einen kleinen. Eine kleine Dings-Parfüm. Okay, ich hab's verstanden. Ich komme bald wieder. Kann ich das machen? Bitte sagen, ich kann ein Parfüm herstellen. N-O. Wow. Wo lerne ich jetzt Parfüm? Ah, Kalkstein, Gott sei Dank. Noch mehr hin und her gelatsche. Das ist echt ein ätzendes Hin und Her. Pet. Gewalt. Ich habe das Risiko auf mich genommen, dir rauszuhelfen. Jetzt brauche ich deine Hilfe. Ich muss in den abgesicherten Teil der Kloaken. Ach, da muss ich wahrscheinlich auch noch hin. Ich glaube, da kann ich dir helfen. Ich habe den Schlüssel und du kannst ihn haben. Mein Freund und ich hatten ein kleines Versteck dort. Aber ich war da eine Weile nicht. Und es ist schon eine Weile her, als Trunip verschwunden ist. Danke. Schön, vielen Dank. Noch eine Sache. Du hattest recht, im Hospital. Es ist echt nicht sicher hier. Ich muss hier so schnell wie möglich raus. Ich glaube, wir sehen uns nie wieder. Lebt wohl, Hexer. Danke für alles. Also, da kommt noch ein bisschen was. Nachdem ich den vier Leuten geholfen habe. Gott sei Dank, Kalkstein ist hier. Hexagier, was für eine Überraschung. Hallo Kalkstein, was bringt euch an den haarigen Bären? Kennt ihr eine Formel für Parfüm? Wollt ihr mich beleidigen? Ich glaube, dass vielleicht. Natürlich kenne ich Formeln für Parfüm, hunderte davon. Für Düfte und Sorten, die ihr noch nie gerochen habt. Okay, drifte nicht zu weit ab. Ich brauche etwas, das ich selbst machen kann. Benutzt. Zutaten mit einer Unze Ether und eine Unze Vitriol und eine Unze von Quebrit. Jeder starke Alkohol könnte das als Basis dienen. Als rauskommen dürfte ein to toleranter, ein tolerierbarer Duft sein. Vielen Dank. Danke. Du bist unersetzlich. Bis dann. Tschüss. So, was brauche ich? Quebrit? Okay, ich habe auf jeden Fall genug Kram. Der wird klappen. Wahrscheinlich darf ich gleich nochmal rein, weil ich irgendwas nicht habe. Das darf ich mir bei ihm kaufen. Und schon wieder Skillpunkte. Oh, 6:02 Uhr. Ich muss ganz kurz mal weg, ich bin gleich wieder da. Thank you.
Gänse erstmal hier beschenken. Das ist echt eine freakige Story, muss ich schon sagen. So. Also ich hatte echt nicht gedacht, dass es so lange dauert. Ich dachte, ich bin maximal 3 Stunden durch, aber mhm. So, hässliche Transe. Das hätte mich nicht gewundert, wenn das wirklich ein Weibchen gewesen wäre. Ah, oh, wundervoll. Ich danke euch. Warum bekomme ich dieses Geschenk? Das kommt von Debian. Debian, schön, schön. Ich habe nicht erwartet, so ein schönes Geschenk von ihm zu bekommen. Vielleicht sollte ich ihm doch etwas offener entgegentreten. Nimmst du seinen Antrag an? Er ist ein netter Zwerg, aber ein bisschen unrealistisch. Okay, ich akzeptiere. Aber das heißt nicht, dass ich ja vorm Altar sage. Natürlich, lebt wohl. So, jetzt muss ich mir den Rumbler, den Erschütterer, eine Rassel könnte es auch sein, von die Bären nehmen. Fedora Kran hat deinen Antrag angenommen. Oh, ich bin dir unendlich dankbar, Hexer. Sag mir, wie kann ich Erschütterer Rassel kadern? Rumbler. Rumbler, ach ja, was zum Teufel hier. Möge es dir gut dienen, was auch immer du damit machen willst. Friedhof, wie soll ich den denn da benutzen? Rumbler sieht hier aber zumindest aus wie der Blitzableiter aus Kapitel 1 im Hauptspiel. Kapitel 2 meine ich. Kapitel 1 vergesse ich immer, dass das ja das Standard vor der Stadt ist. Standardkapitel. So. Können wir jetzt endlich mal ein bisschen voranschreien. Also ich habe das Gefühl, es ist so, als würde man durch Pudding laufen. Man kommt kaum vorwärts. Okay, Pudding ist vielleicht ein schlechtes Beispiel. Durch so ein Sumpf. Kommt nur schwer vorwärts. Das ist die Frage, wo muss ich das Ding verwenden? Ach, ich weiß wo. Das ist doch dieses Anvil-Ding. Ich dachte, das wird schon gar kein... Eine Runde in der Sprung gegen den Hexen. Ich hab die Hexe voll ignoriert. Ich hoffe, da kommt nicht einmal mehr. Das letzte Mal gespielt hat. Oh, irgendwas in der Nacht, das ist nicht gut.